Ein Menschenbild und jede Menge Seelen. Also es lohnt sich dann demnach doch vielleicht demnächst mal zurück nach Majula zu gehen und die Seelen auszugeben. Aber ich will jetzt noch da reingehen, denn das haben wir uns jetzt hier schon wieder mühsam erkämpft. Oh. Was war das? Irgendjemand hat da was in die Luft gejagt, die beiden Typen da. Na schön, dann verwenden wir hier einfach mal diesen Duftzweig. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, dass ich das tue, aber ich hoffe, wir kriegen da noch ein paar wieder. Öffnen. Okay. Vielleicht sollen wir ihn erstmal wegmachen. Oh, hier sind aber... Schnell weg. Wo kommen die denn alle her? Das gibt's doch nicht. Wir müssen uns erstmal wieder sammeln. Und zumindest ein paar von denen mit Fernkampf wegmachen. Oder einen zumindest. Am besten. Ja. Mist. Jetzt fangen sie wieder an zu blocken. Scheint hier also generell das Thema so zu sein hier bei denen. Na kommt, Freunde, jetzt rennt doch nicht wieder weg. Es fängt doch gerade an, so Spaß zu machen. Hier ist halt auch echt übel zum Kämpfen, weil man halt einfach fast keinen Platz hat. So, den letzten können wir dann im Nahkampf wegmachen. So, der fliegt ins Nirvana runter. Das ist super. Die Frage ist, wie viele hier noch drin sind. Da unten steht noch mal einer. Okay, der kommt da wieder. Ich habe ein bisschen Angst. Man sieht halt einfach wieder überhaupt nichts. Und es sind immer noch viel zu viele. So, können wir vielleicht hier wieder, wo man ein bisschen Platz hat. Nochmal drei Stück, das gibt's doch nicht. Hier ist irgendwo ein Nest von denen. Vielleicht respawnen die sogar. Oh. Ah. So, er ist schon mal weg. Das heißt, jetzt sind es nur noch zwei. Irgendwie haben die auch eine relativ gute Balance. Aber es geht schon, man braucht halt einfach einen Ticken länger. Doch ich werde da, glaube ich, nochmal einen Lebensstein verwenden. Davon haben wir eigentlich genügend. Ich will da jetzt nicht wieder irgendwie mit Halb-HP reinrennen. Aber es wird schon langsam ein bisschen kniffliger. Was ja grundsätzlich ganz gut ist. Da unten, das ist ja Horror zum Kämpfen. So, ist jetzt hier vielleicht mal. Das sind auf jeden Fall noch mal zwei. Ich glaube, das lasse ich erstmal. Ich gehe erstmal hier nach unten. Oder geht's noch weiter nach unten? Das sind bestimmt noch mehr von denen. Da ist wieder so ein Typ.
Das sind, glaube ich, die explodierenden. Das ist ja schon ganz schön weitläufig hier. War das? Ach, hier war das, glaube ich, wo der mit der, der was mit Schützenposition meinte. Okay, da ist einer. Einer alleine geht ja eigentlich. Wenn wir ein bisschen Platz haben und nicht jede Menge Explosivzeuge rumliegt. Na komm, zuhauen. Jetzt bist du tot. Können wir die Dinge eigentlich... Na, wir können die wegmachen. Vielleicht sollten wir das einfach mal tun. Dann können wir hier nämlich kämpfen. Das ist so unser neues Lager. Da ist eine Tür. Weiß nicht, ob ich die aufmachen will. Ich wusste, dass es ein Explosivtyp ist. So, da unten hinten liegt was. Sind wir deswegen hierher gekommen? Fragen über Fragen. Hochklettern, Gegenstand nehmen. Menschenbild, die Tür lässt sich nicht öffnen. Wir gucken erstmal nach dieser Tür hier. Warum sollten wir da rausgehen wollen? Ach man, sie... Ne. Könnt ihr knicken, dass wir da runterspringen? Wir gehen hier erstmal hoch. Kurz gucken, ob hier Gegner sind. Es scheint sicher zu sein erstmal. Hier. Ach, da sind wir von hinten hier. Das ist aber nicht so ideal zum Kämpfen. Ich glaube, wir kommen von der anderen Seite hier nochmal her. Da muss man auch mal etwas strategisch vorgehen. Es ist generell wichtig in Dark Souls, dass man sich den Kampfplatz immer genau aussucht, dass man nach seinen Voraussetzungen kämpfen kann und nicht nach denen der Gegner. Na komm, Freundchen. Ach, rennt doch nicht wieder weg. Oh, da ist Nebel. Okay, jetzt kommen sie. Eine zumindest. Der andere gammelt da immer noch stumpfsinnig in der Gegend rum. Hier wieder jede Menge Zellen, die wir nicht öffnen können. Da ist was. Zwei schimmernde Lebenssteine. Okay. Naja, es wird jetzt hier wohl ein Boss auf uns warten. Wir haben 17.000 Seelen. Das Problem ist, wenn wir jetzt da nicht durchgehen, dann können wir den ganzen Mist nochmal machen. Das heißt, ich werde die 17.000 Seelen jetzt bewusst riskieren. Ach du Scheiße. Ein Boss ist gut. Das sind direkt einfach mal drei Stück. Zwei haben. Autsch. Was mache ich denn? Wir brauchen hier alle Lebenssteine. Das ist natürlich nicht so gut, aber man hat hier einfach auch wieder überhaupt keinen Platz zum Kämpfen. Nein!
Oh je. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den richtigen anvisiert habe. So, ich glaube, wir sollten uns erstmal irgendwie aus dem Staub machen. Die sind auf jeden Fall machbar. Allerdings nicht einfach. Ich weiß auch, ach so, das ist auf jeden Fall nicht der richtige. Das ist auch nicht der richtige. Ich glaube, der dritte da, das ist der richtige. Ja, da sind die 17.000 Seelen wahrscheinlich weg. Das ist aber nicht so schlimm, damit habe ich gerechnet, dass die weg sind. Also ich muss den ersten tatsächlich da oben besiegen. Wenn ich da runterfalle, dann ist Ende im Gelände. Ich denke, wir reisen mal nach Majula und stufen mal unseren Estus hoch. Ich weiß auch nicht, ob ich da vielleicht noch ein bisschen zu früh dran bin bei denen. Na, Estus Flakor verstärkt. Hervorragend. Ich glaube fast, es ist noch ein bisschen früh da, mit denen anzulegen. Und naja, 16.000 Seelen sind jetzt auch nicht die Welt. Die haben wir bald wieder. Es ist ja generell so, dass Seelen in Dark Souls recht einfach zu kriegen sind. Natürlich auch einfach zu verlieren. Schade, dass es nicht irgendwie einen Shortcut gibt. Ah, Mist. So, komm, schieß nochmal. Oh. So, jetzt müssen wir erstmal den Typen da oben wegmachen. Ansonsten wird das hier ein kurzer Spaß. Ja, wir treffen sogar, das ist super. Sehr schön. Ja, den Typen da. Vielleicht können wir einige der Hunde sogar wegmachen. Wir treffen ihn zumindest jetzt mal. Das ist doch schon mal etwas Positives. Der komische Verfolgertyp muss auch noch irgendwo hier sein. Den haben wir noch nicht besiegt. Also wir haben jetzt 17 Lebenssteine. Das ist natürlich nicht mehr ganz die Welt. Aber gut, wir haben noch 4 Estus. Wird schon irgendwie klappen, denke ich. Wenn ich nicht so unvorsichtig bin. Oh. Entschuldigung. Das war keine Absicht. So, können wir jetzt hier runter? Dankeschön. Hunde. Er kommt endlich her. Ach, bist der Typ schon wieder. Ja klar, schlägt uns durch die Wand. Gibt's doch nicht. Ich glaube, das Beste wäre, wenn wir den Typen erstmal irgendwie töten. Aber ich würde ganz gern zumindest einige Hunde noch vorher ausschalten. Mist. Ich glaube, der Verfolger geht dann irgendwann mit der Zeit wieder. Könnte sein, vielleicht. Wer weiß. Und wieder Seelen dabei. Ja, jetzt ist er wieder weg. Das
Wenn man den nicht direkt am Anfang ausschaltet, dann verzieht er sich wieder. Na komm, Hundi. Oh, das sind ein bisschen viele. Waren hier nicht normalerweise immer nur zwei Hunde? Hab ich mich jetzt verguckt? Oh, jetzt will er uns packen sogar. Das ist ja fies. Hey, gib ihm. Dankeschön. Ach, jetzt kommt der Magier-Typ wieder. Also ich will jetzt auf jeden Fall noch einmal versuchen, die Seelen zurückzuholen bei den Bossen. Wenn das dann nicht klappt, dann gehen wir erstmal durch die Tür, die wir da geöffnet haben. Ach, das ist gar kein Packen, das ist einfach nur sein komischer Feuerball. Na komm. Dankeschön für die Seelen. Hier Schützenposition, da steht aber gar keiner. Zumindest sieht es nicht so aus. Also wie gesagt, wir probieren jetzt die Bosse nochmal. Ich glaube, sie sind nicht so schwer, wenn man sie irgendwie einzeln bekämpfen kann. Wenn man ein bisschen mehr Platz hat. Also der erste ist schwer und danach wird es wahrscheinlich einigermaßen gehen. Und danach, wenn das nicht klappt, gehen wir einfach durch die Tür. Dann sind die Seelen eh futsch. Immer erst schön die töten, die schon angeschlagen sind. Das ist natürlich viel einfacher. Und warum soll man sich's auch kompliziert machen, wenn man es einfach machen kann? Auf ein neues. Ich glaube, in Zukunft werde ich hier auch durchrennen dann. Genau, das waren ja ein bisschen viele. Jetzt werde ich zu greedy. Fange an, schlampig zu spielen. Das ist natürlich schlecht. Einen haben wir schon mal. Ich sollte das andere Schwert nehmen. Damit brauche ich, glaube ich, nur drei Schläge. Okay, Freunde. Das macht es mir natürlich einfacher. So, aber an dieser Stelle machen wir einen Break und dann geht es dann beim nächsten Mal hier mit dem Boss weiter. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.